Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pegus und herzlich willkommen hier zurück zu The Forest mit meiner Freundin. Und wir gehen jetzt weiter, oder? Wir müssen dahin quasi, wo der Regenbogen uns hinführt. Warum bin ich gerade so langsam? Keine Ausdauer mehr vielleicht? Wegen Hunger und Durst und so? Nö, ich musste nur rennen. Guck mal hier. Was? Kacke. Ich habe mich jetzt mit Kacke beschmiert. Wo ist hier Kacke? Bei mir war hier Kacke auf dem Boden. Bei mir nicht. Tja. Das kann aber bei dir hat man nicht mal was gesehen. Da sind Eingeborene. Wo? Da. Okay, wieder zurück. Tschüss. Quatsch, tschüss, wir suchen Schatz. Die Konfrontation. Hier ist auch nochmal Kacke. Sicher, dass du die konfrontieren willst? Mhm. Oh, kann ich nicht mehr mitnehmen. Aha, was war denn das? Hier war doch gerade irgendwas. Ich bin friedlich. Hier ist ein Stein. Und friedlich. Willst Wo sind die denn? Ich sehe die gerade gar nicht. Hier bei mir auf dem Berg. Will aber nicht hin. Immer schön Rechtsklick auf die machen. Rechtsklick? Ja, dann denken die, du willst nichts Böses. Was ist ein Rechtsklick? Abwehren. Ja, mit meinem Speer wahrscheinlich nicht, wenn ich das mache. Nee, aber mit der Axt. Hey, der kommt hinter mir hergesprintet, der Sack. Deswegen will ich da nicht hin. Ich weiß auch nicht, wo du jetzt hin willst. Das ist Boot. Da will ich hin. Ich muss zugeben, ich kann übrigens mal das Feuerzeug wegstecken. Hallo, wo willst du hin? Ja, hier, zum Boot. Ja, wir dürfen nicht auseinander gehen. Ja, dann musst du halt einfach mal hinterherkommen. Ja, das sind doch die Eingeborenen. Was? Ich hab einen Haikopf. Ups. Ja, warum springst du denn da runter? Ich glaube, die kommen mir hinterher. Ich hab da so ein Problem. Guck mal, ich hab einen Haikopf. Sind die hinter mir? Ja, da hinten halt. Guck mal, mein Haikopf. Ja, wunderschön. Ich weiß. Na, kommen die jetzt runter? Lecker Fleisch. Ich glaube, die kommen runter. Ich wollte gerade noch die Koffer einsammeln. Aber das lasse ich mal. Wir sollten jetzt lieber aufs Boot gehen. Warum? Da können wir uns nicht folgen. Ja, Moment. Wartet bitte. Was warte bitte? Bis ich da bin. Das ist voll das schöne Motiv hier. Voll schön. So, ich lese erstmal die Zeitschrift hier. Wenn mich jetzt irgendwas im schon Wasser angreift, Gewitter. Dann bin ich tot. Ja, vielleicht ein Blitz. Da bin ich gerade wieder zu gewittern angefangen. Toll, und wir haben kein Feuer. Das ist ja wunderschön. Ja, wir haben ein Boot. Da gibt's lecker Fleisch.
Und eine Mikrowelle und ein Safe oder sowas. Also verschlossene Tür zumindest. Hallo. Und ganz viele Bilder. Oh. Und Alkohol. Oh, da ist ein Teddybär auf dem Boot. Bei dem Bild. Siehst du, wie ich mein Bild anschaue? Ja. Cool. Ich schaue mir jetzt erstmal die coole Milchpackung an. Da ist ein Junge vermisst. Ach, Schatz, guck mal. Da bist du. Oh, das Geld. Da bist du. Hm? Nee, ich bin hier auf dem Tisch hier. Bei dem Mann. Da bin ich. Ja, der hat wohl den Mund zu voll genommen, ne? Deswegen steckt ihm da noch eine Gabel drin. Ah, hier ist Tobi. Hab ich gefunden. Oh, guck mal, ich hab Muschiklaus gefunden. Schatzi. Ja, aber bei uns heißt der ja nicht Muschiklaus eigentlich. Wie heißt der bei uns? Spider-Man oder was? Nee, aber das ist doch Gronkh sein Wort. Ja. Das dürfen wir nicht benutzen. Ach, dürfen wir nicht. Dann nennen wir ihn halt Spider-Man. So, ich muss erstmal was trinken. Sonst ist meine Stimme weg. Ich habe ein Seil gefunden. Hier oben sind noch Seile. Falls du was suchst. Gut, dann haben wir ja schon mal eine ganz gute Grundausstattung, ne? Und jetzt würde ich sagen... Weiß nicht, ob hier so schön ist, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder rüber, da in die Bucht, wo wir drüben unser erstes Lager schon aufgeschlagen haben, sozusagen, und bauen da gleich mal wild drauf los, oder? Moment, ich bin immer noch im Boot. Ich weiß auch nicht, wo du jetzt... Ich sollte einen Snack essen. So. Ich bin auch hier noch ist eine Tür. Und, oder was ist da verschlossen? Ja, da kommen wir noch nicht rein. Da brauchen wir erst eine Schlüsselkarte oder sowas für. Ach, ich komme da rein. Kommst du gar nicht. Kuckuck. Hm. Hallo. Ich schwimme mal rüber. Das sieht witzig aus, wenn du im Wasser bist. Warum jetzt? Wie einfach nur so ein Kopf rausragt. Oh, hier ist eine Schildkröte. Nein, du tötest sie nicht. Hallo? Oh, eine Möwe. Eine Schildkröte. Lecker. Geh mal weg da. Wo ist die jetzt? Nein, das will ich machen. Hallo? Schnell Federn einsammeln. Wo ist denn meine Möwe hin? Hier. du bist gerade mit deiner Nase in die Möwe rein. Ist das dein Ernst? Ja. Was soll denn zu mir sagen, dass ich brutal bin? Guck mal, hier ist noch eine Schildkröte. Guck mal, hier ist dein Freund. Die Möwe. Ja, guck mal, ich habe auch noch einen Freund dabei. Hier. Die Möwe. Oh. Wo bist du denn? Hallo, hier. Ah. Ja, ich habe auch noch einen Freund dabei. Sieht eklig aus. Es war mal eine Schildkröte. Es war einmal eine Schildkröte. Ja, das war's schon. Also noch Koffer. Und dann kam der Picos. Oh, hier sind noch Bilder. Und Kassetten. Und dann war sie tot. Oh, ein Bild von einem Schiff. Welches das wohl sein könnte? Hm. Ich weiß auch nicht so, ne? Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Kopf in der Hand. Hm, sieht so aus, als ob meine Freundin hier vorhin einen Koffer geöffnet hatte. Ich bin hier. Ja, ja. Weißt du, wie man schnell die Waffe wechseln kann? Nein. Also die Axt und so? Nein. Der Blöde. Ja. Ich kann keinen Alkohol mehr tragen. Ja, und du sollst mal auf mich warten. Ja schon, aber ich kann ja keinen Alkohol mehr tragen. Tja, du bist ja auch kein Alkoholiker. Meinst du, der könnte mehr Alkohol tragen? Alkohol? Alkohol, ja.
Oh, guck mal, eine Schildkröte. Lecker, lecker Schildkröte. Schatzi, komm schnell her. Ja, hier sind ganz viele Schildkröten. Ja, du musst noch den Panzer hier mitnehmen. Nein, hier ist doch ein Panzer, den du mitnehmen kannst. Hallo. Ich will jetzt im Moment. Ja, aber dann habe ich die umsonst gekillt. Du musst den Wo mitnehmen. Denn? Ja, hier. Hast du die jetzt schon umgebracht? Welche? Die da hinten? Ja. Warum? Ja, warum die arme nicht? Schildkröte. Du kannst ihn nicht einfach am Strand gehen und wahllos Schildkröten umbringen. Das sagst du. Ich hab's ja für einen guten Zweck gemacht. Für einen guten Zweck. Brot für die Welt. Schildkröten für die Welt. Jetzt liegt hier so ein Schildkrötenkopf rum. Das ist ja eklig. Ja, oh mein Gott. Weg. Hat die Schildkröte gerade ihre Zunge draußen? Weiß ich doch nicht, aber ich bin schon wieder hier drüben bei dem Zelt. Hä, wo? Nee, ich bin schon einmal hier wieder über diese Landzunge rübergelaufen. Dein Ernst? Ja. Ja, Mann, bleib doch einfach mal jetzt hier. Ja, wie wär's, wenn du einfach mal ein bisschen schneller bist? Wie bist du denn da hochgekommen überhaupt? Ja, da über diese Brandung da, also diese Seite da, wo es ein bisschen niedriger ist. Hä? Ja. Keine Ahnung. Kann man nur Steine sammeln. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Also, das Spiel macht keinen Spaß, wenn du mal Ja, ich lauf immer weiter in Richtung Camp. Ja, aber ich weiß ja, gerade nicht, es wo doch. Du bist. Ich ja, sehe dich auch doch. Nicht. Doch, du siehst Nein. doch dieses Camp da, diese gelbe Tür, die da ist. Ja, Boah. Aber ich komme da nicht hoch. Wo soll ich denn da hochkommen? Ja, einfach hochlaufen. Das ist doch nicht so kompliziert. Nimmst deine doch, Füße in die Hand ist und ein läufst Felsen. Da hoch. Ja, dann lauf doch da hoch, wo kein Felsen ist. Mein Gott, ey, du musst da einfach mal schauen. Nee, du musst einfach mal hier bleiben und nicht immer wegrennen. Das macht sonst keinen Spaß. Ja, ich renn doch nicht weg. Du musst einfach nur mitkommen. Eine Frage, besteht das Survival daraus, dass du... Survival mit Frauen. Weißt du, da muss ich 10-mal die Strecken laufen, weil Hallo? Ich die ganze Zeit hier hin und her renne. Hörst mir mal zu. Was? Besteht das Survival daraus, dass du alleine hier rumläufst und spielst? Nein, aber komm da einfach mal mit. Ich sag seit 10 Minuten, komm, wir gehen jetzt dahin zu dem Punkt. Und was macht meine Freundin? Ah, erstmal eine Schildkröte umbringen. Mann, nee. Mann, läufst du zusammen rum? So wie Tobi und Kronk. Kriegst du das nicht hin? Nee, du bist mir zu langsam. Nee, daran liegt's nicht. Doch, einfach mal laufen hier. Ja, du siehst doch da schon unser Häuschen da. Und da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Die Eingeborenen wollen da auch hin. Siehst du? Wo sind die? Ich weiß nicht, ich hab die nur schreien gehört. Ja, aber hinter mir wahrscheinlich. Ich hab nur keine Ausdauer mehr fast. Sind die hinter mir? Ja. Cool. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, ich auch nicht. Ja, wo Guck denn? Ich mal seh hier, die gar wir sind nicht. Schon mal da. Ich seh die schon trotzdem mal nicht. Ganz formidabel. Jetzt fangen wir hier an zu bauen. Ja, da hinten waren die halt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die sind halt inzwischen wieder weg. So, und jetzt beginnt mal das endlich das richtige Let's Play hier, meine lieben Freunde. Jetzt beginnt endlich mal das richtige Let's Play. Ja, und zwar geht's zum Bauen. Yay, hier bei den Schildkröten. Komm, wir stören sie in ihrer Brut. Die eine blutet. Warum blutet die? Ich weiß nicht. Sicher? Ja. Ganz sicher. Bestimmt, weil du die umgebracht hattest. Nein. Was machst ja. du da eigentlich? Ach, fängst ich du schon baue. An zu bauen, oder wie? Ja. Mann, hier sind ja ganz schön viele Schildkröten. Wofür braucht man diesen Schildkrötenpanzer? Ja, um sich so ein Wasserding zu machen. Okay, ich baue das mal. Mach doch, was du willst. Ist ja gut für uns.
So. Am Haus direkt, oder? Also an dem Schlafhäuschen da. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Sieht doch so eigentlich ganz gut aus. Mist, das ist um eins zu weit. Nein, ich kann die ganze Strecke nochmal schwimmen. Kann doch nicht sein, ey. Ich kann irgendwie jetzt nachvollziehen. Oh, Stöcke. Warum Gronkh meinte, ihn nervt das Bausystem. Stöcke. Alter, das war eine große Welle. I need Stöcke. Sieht man hier raus Stöcke? Ich glaube aber, unser Pier ist dann noch gerade so groß genug dafür. Meinst du, Julian, Stöcke? Nein. Achso, ich dachte. Ich werde das mit Sicherheit auch gar nicht mit der Größe übertreiben. Aber das macht ja nichts, oder? Ich habe gerade dieses Wasserdings da gebaut. Aber wir brauchen ja auch ein großes Haus, ne? Wir sind ja immerhin zu zweit, ne? Da kann man einfach nicht in so 2 Quadratmetern wohnen. Genau. So, das schaut doch gut aus. 153 Stämme nur. Guck mal. Dein Ernst? Ja. Schon. Ich würde sagen, wir machen das wieder so, dass du die Stämme hackst und ich sammle sie ein. Ne? Ist doch eine gute Idee. Finde ich. Oh, ein Bambi. Hallo. Scheiße. Das ist mir genau vors Gesicht gerannt und ich habe es nicht getroffen. Mein Gott. Was denn? Ist schon ein bisschen schwer, das hier gerade abzupassen. Kann man Gegenstände eigentlich auch verrücken? Nicht, ne? Das gefällt mir. Ich glaube, so ist es schon besser. Ja, das ist besser. So, da brauchen wir denn nochmal ein paar Stämme. Schildkröten, ich komme. Dann baue ich nochmal da so eine kleine Treppe hin. Warte, wie war denn das? Gab's doch hier auch noch was da. Ne, das ist schon mal falsch. Alles klar, der Panzer ist einfach voll in die Luft geflogen. Kann man schon so machen.
Mein Gott, das ist doch so nicht richtig. Mein Gott, Walter. Was sagst du? Und jetzt sag mal, wie kann ich die Sachen auf den, auf das Feuer legen? Also das Fleisch und so. Mit C oder sowas war das. Aha. Ist das jetzt so in Ordnung? Ja, das geht schon klar, glaube ich. So finde ich es zumindest okay. Da ist noch eine Schildkröte. Ich komme mal gleich zu dir zum Schlafen. Das ist ja damit schön. Damit den Leuten nicht zu dunkel ist. Komm zu mir zum Schlafen, hallo. Hallo. Kommst du? Atmest du so komisch? Wir können noch nicht schlafen. Weil? Weil... Ist halt, du was essen musst? Nee, ist halt einfach zeitlich noch nicht so. Achso. Ich gucke jetzt mal eben, was wir da. Guck mal hier. Ich habe da was für uns. Ja, das ist für mich. Uns? Ja. So. Ah, ich muss hier rein. Da. Guck mal, alles essbar. Soll ich dir auch was auf den Grill packen? Ich habe noch einige Sachen, aber... Dann leg dir was auf den Grill. Muss mit R einfach nur die Sachen auswählen, ne? Und dann noch C. Ja, genau. Du musst C nicht gedrückt halten, du sollst nur einmal kurz C drücken. Ich habe nur einmal kurz gedrückt. Sammel mal deine Sachen wieder ein. Mein Gott, ey. Hä? Warte mal kurz. Ich sag ja, Camping mit einer Freundin. Mit einer Freundin? Mit meiner Freundin. Rede mal keine Scheiße, ja? Camping mit meiner Freundin. Pff. Oh, das Feuer ist kaputt. Was fehlt dir jetzt hier? So, ich muss noch Büsche eben kaputt machen. Tut mir leid, dass es gerade ein bisschen dunkel ist, aber... Ich muss ja hier umherlaufen und Büsche kaputt machen, weil irgendwer ist ja auf die geniale Idee. Ist auf die geniale Idee gekommen, das Feuer kaputt zu machen. Was willst du denn? Ich hab doch alles. Das Feuer ist wieder an. Wie viele Sachen hast du draufgelegt? Noch keins. Warte. Ich hab jetzt habe ich eins drauf. Glaube ich. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Was? Na, da war nur irgendwo ein Typi. Wir sollten vielleicht kurz schlafen. Ich schlaf schon mal. Kommst du auch schlafen? Bin ich doch. Sehr gut. Wer atmet denn da die ganze Zeit? Ich bin das. Ich atme auch komisch. Yay, Essen. Hast du deins auch schon gegessen? Ja. Okay, gut. Dann trinke ich noch eben was und dann würde ich sagen, ziehen wir los zur nächsten Folge. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein und ciao.